Hallo Max! Hi. Normalerweise sind wir eine Live-Sendung, aber ganz wichtige Gäste, ja, die bekommen natürlich eine Ausnahme. Und du bist ja beruflich heute am 23.10. bei unserem Sponsorenabend leider verhindert. Ja. Und du hast so eine interessante Geschichte zu erzählen, sodass wir einfach mal gesagt haben, wir schalten dich quasi dazu und zeichnen dieses Interview vorher einmal auf und weihen unsere neue LED-Wand einfach mal gebührend ein. Vielen Dank, dass ich über die Leinwand heute hier sein darf. Ich fange mal ganz einfach an. Stell dich einfach mal ganz kurz vor, gib uns einfach mal so ein paar Eckdaten. Wer ist eigentlich Max Dietrich? Genau, mein Name ist Max Dietrich. Ich bin 19 Jahre alt, bin leidenschaftlicher Rollstuhlbasketballer und arbeite jetzt mittlerweile in Potsdam. Hab meinen Realschulabschluss aber in meiner Heimatstadt Halle gemacht, genau. Jetzt ist es für mich so, Halle-Elksleben ist ja nicht gerade um die Ecke. Was hat dich von Halle nach Thüringen ins wunderschöne Elksleben zu den Thüringer Bulls geführt? Genau, das war so, dass meine Rollstuhlbasketball-Anfänge in Halle lagen, logischerweise. Und ich aber immer nur das Freizeittraining mitmachen durfte und auch das eine reine Männermannschaft war und ich da vom Coach auch keine Perspektive bekommen habe. Und dann hat ein Mitspieler aus Halle gesagt, ja, in Elksleben gibt es so einen Aktionstag, damals noch mit einem Kapuz war das zusammen. Jener Kapuz, ne? Genau, jener Kapuz. Und dann war ich der Einzige aus Halle und bin praktisch hergefahren. Und wenn du das erste Mal im Fit-In bist und nur alte Schulsporthallen für Rollstuhlbasketball kennst, das sind natürlich Traumbedingungen. Und dann war tatsächlich auch relativ schnell die Frage auch von Lutz, ob man sich das vorstellen könnte, mal herzufahren. Und meine Eltern, die mich da auch viel unterstützen, haben halt gesagt, ja, ob wir nur nach Leipzig fahren und uns in Stadtstau stürzen, ja, oder in die gut befahrene Elksleben Autobahn, weil das ja eine gute Autobahnanbindung ist, dann ist Elksleben besser und deswegen dann Elksleben. Also haben wir quasi, wir haben das Talent, den Rohdiamanten erkannt und schleifen den jetzt. Wie oft bist du hier bei uns? Ich war, bevor ich in Potsdam arbeiten, war ich bis, als ich zur Schule gegangen bin, zweimal die Woche hier. Teilweise sogar dreimal die Woche. Das ist ordentlich. Und für mich ist es so, ich bin ganz, ganz viele Jahre schon im Sport aktiv, habe viele junge Menschen mit begleitet und weiß, was Sport, speziell Teamsport, mit einem bewirken kann. Hast du für dich einfach irgendwas mitnehmen können, wo dir Rollstuhlbasketball oder die Thüringer Bulls Dinge ermöglicht haben, wo du gesagt hast, okay, da hatte ich vorher Schwierigkeiten, die sind jetzt besser? Die Bulls, also das Feld ist allgemein mein Rückzugsort. Da kann ich alles abschalten und kann nur Basketball spielen, ja, und alles vergessen. Und ich hatte auch keine leichte Schullaufbahn und da war es immer wichtig, dann den Dienstag und den Freitag dann hierher zu fahren. Und allgemein ist einfach, sind die Bulls mittlerweile ein Teil von meiner Familie. Das heißt, wenn ich hierher komme, dann ist es praktisch wie nach Hause kommen. Das ist wie in der Familie, da kannst du einfach alles erzählen und alles loswerden und dann das mit Sport gepaart ist natürlich das, was die Bulls so besonders macht. Jetzt hast du ja, seit wann bist du bei uns? Seit 2015, 16, also seit dem ersten Meistertitel. Also quasi mit dir kam die deutsche Meisterschaft, mit dir kam die Titel. Könnte man jetzt so sagen, ja. Und jetzt ist es ja so, du hast ja die Entwicklung, ich sag mal, die trotzdem aus der Ferne ja mitverfolgt, weil Rollstuhlbasketball ist ja mal so ein kleiner Planet. Ja.
Und kennst du so ein bisschen so die Bundesliga-Anfänge und jetzt so hast du ja schon erste Saison gleich deutscher Meister, Pokalsieger und glaube André van Gauwen Cup, den zweithöchsten europäischen Wettbewerb gewonnen damals. Und jetzt, sag mal, in den darauffolgenden Jahren, wo man eigentlich schon gedacht hat, es geht nicht besser, dann noch die Champions League gewonnen und der Höhepunkt ganz sicher so die letzte Spielzeit mit dem, ja, mit dem Triple, das Ganze ungeschlagen. Was hat das in dir ja, freigesetzt? Ja, natürlich, natürlich muss man sagen, dass das ist ja nicht von heute auf morgen, wie du schon sagst, passiert. Und natürlich, für mich gibt es letzte Saison eine Situation, die man auch in dem Trailer sieht, in dem Video. Raimi, der jetzt leider nicht mehr bei uns ist, was für mich auch ein sehr schmerzvoller Abgang ist, der einfach gesagt hat in dem Video, okay, ich ziehe jetzt das Trikot an, egal was ist. Und das ist einfach, das beschreibt dieses ganze Bulls-Feeling. Und auch, man könnte jetzt sagen, okay, jetzt wo Matt Scott und Jake drin sind, die spielen jetzt, die sind jetzt die erste Scoring Option und die zweite Scoring Option. Aber ich glaube, was die Bulls so stark macht, ist, dass sie auf diesem hohen Niveau trotzdem das Teamspiel umsetzen können. Das ist unser großer Vorteil. Was hast du für dich persönlich, hat dich vielleicht so ein bisschen auch die einzelnen Geschichten, vielleicht auch am Ende des Tages sind Erfolge ja immer motivierend, aber auch für dich selber, hast du da für dich selber mal was rausgezogen, wo du sagst, das hat mich vielleicht zu einer Sache inspiriert, die ich vielleicht sonst mir gar nicht so schnell getraut hätte oder vielleicht gar nicht getraut hätte? Natürlich sind es immer Vorbilder und wenn du dann gewissermaßen da in diesem Sog so drin bist, natürlich gibt dir das Selbstvertrauen auch für den Alltag, für schwierige Situationen, weil du halt, was ich auch schon angesprochen hatte, weil es wie eine Familie ist. Das heißt, wenn's irgendwie dir schlecht geht oder so, hast du sofort dieses Netz, wo du immer zurückkommen kannst und was auch funktioniert. Mhm. Wenn ich in Potsdam bin, dann schreibt halt Alex oder André halt mal eine Nachricht, mach dir keinen Kopf, wir wissen, dass du trainierst, mach dein Ding und dann ist alles gut. Also das ist einfach dieser Rückhalt zu wissen, dass da ein ganzer Verein hinter einem steht, ist einfach das Besondere. Jetzt haben wir schon gemerkt, du bist ja ein leidenschaftlicher Analytiker und kannst sehr gut Zusammenhänge erklären und darstellen. Und du hast ja vor kurzem deinen eigenen Podcast in die Welt gerufen. Jetzt möchte ich einfach mal von dir wissen, was steckt hinter dem Synonym MBNP? Also es war so, das war letztes Jahr im Sommer. Ich habe einen Podcast von der deutschen Podcast-Legende im Basketball-Podcasting André Vogt gehört, ja. Auch bekannt als Five-Chefredakteur, ja, genau. Und habe mir da eine Folge von ihm angehört, wo er Per Günther zum Gespräch hatte. Ja. Und es ging, das war der Zeitpunkt, wo dieses ganze Mesut Özil-Thema hochkam. Und die beiden haben darüber diskutiert. Und am Ende hat dann André Vogt halt gesagt, oh, jetzt muss ich wieder aufpassen, ich bin ja Sportjournalist, ich darf mich ja nicht politisch äußern. Ja. Wo ich mir dann dachte, warum muss er jetzt aufpassen? Er ist Journalist und Sport und Politik hängen für mich auch teilweise zusammen. Und da dachte ich mir, das darf nicht sein und das war so ein bisschen die Inspirationsquelle, um einfach Podcast zu machen über Sport, ja, auch über Basketball, aber auch Politik und alle anderen wichtigen gesellschaftlichen Themen, die mich halt auch beschäftigen, da einen Podcast zu ins Leben zu rufen. Also quasi politische Bildung trifft Sport. Genau. Jetzt ist es ja so. Verbindung schaffen sozusagen. Und du hast ja dann eigentlich auch bist ja dann auch nicht müde geworden. Das ist quasi so ein Projekt, was du so nebenbei machst.
Und dann ist plötzlich noch, sag ich mal, der Live-Kommentar. Die Thüringer Buits sind live jedes Spiel auf Sport Deutschland TV zu sehen. Und wir haben uns dann, da gab es dann die Situation, wir mussten dort ein Duo bestimmen. Ja, und da musste man nicht lange überlegen. Ich denke, das wird ja auch aus den ersten Sätzen relativ deutlich, warum die Wahl unter anderem auf Max fiel und sein treuer Begleiter und Freund und Mitspieler und Teamkamerad Justus. Die beiden sind quasi unser Duo, stellvertretend, Wolf Fuß und Marcel Reif, der Thüringer Bulls, die retten sich dann alle 14 Tage. Erzähl mal ganz kurz, wie ist dazu gekommen und was ist da so, was reizt dich so an dieser Aufgabe, noch Live-Kommentar zu machen? Ja, ganz, ganz lustige Geschichte. Ich war in Oberhof. Ja. Im Urlaub gewesen, im Kurzurlaub und hatte einen relativ schwierigen Sommer auch gehabt, weil ich war in der berufsvorbereitenden Maßnahme und da war das Vertrauen in mich nicht so da. Jetzt mache ich eine Ausbildung als im Bürobereich in Potsdam, da ist jetzt das Vertrauen da, aber ich hatte das Vertrauen von meinem Ausbilder im berufsvorbereitenden Jahr nicht bekommen. Ja. Und dann waren wir an der Sprungschanze und dann kam dein Anruf und du hast mich gefragt, kannst du dir das vorstellen und das war einfach so ein Selbstvertrauensschub, was dann auf einmal da war und lustigerweise kann ich jetzt immer zu meiner Mama sagen, ja, siehst du, hat das Zocken doch was gebracht, weil ich habe immer die NBA 2K-Spiele durchkommentiert. Und dann war für mich da eigentlich sofort die Antwort klar. Haben wir uns getroffen und dann waren wir beim TH Puls gehabt, haben das erste Spiel gemacht und die Resonanzen waren gut. Jetzt könnte man sich fragen, warum macht er das alles? Nun, ich bin ein bisschen dazu gezwungen, im Büro zu arbeiten. Ich möchte einfach später nach der Ausbildung, die ich einfach als Grundlage haben will, mal in einen anderen Bereich gehen. Ja. Und möchte dadurch halt so viele, viele andere Standbeine haben und dann auf jeden Fall in einem anderen Bereich wahrscheinlich arbeiten. Deswegen versuche ich mich da so facettenreich aufzustellen. Max, soll ich dir mal was sagen? Ich könnte mit dir stundenlang quatschen und ich glaube, vielleicht sollten wir das mal irgendwann in einem anderen Rahmen machen. Für hier und jetzt möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken und ich möchte dir auch noch was sagen. Ja, du hast ja die ganze Zeit, dass wir dir viel geben. Ja? Du bist einer der Typen, weswegen ich zum Beispiel Bock habe, hier jeden Tag herzufahren. Und das auch sehr, sehr gerne mache. Und dafür hab Dank. Und ich freue mich auf die nächsten Jahre, auf die nächsten Spiele, wenn ich dann zu euch stoßen kann und ihr mich dann zerreißt. Was hast du da gemacht in der Spielensituation? Was hast du dir dabei gedacht? Darauf freue ich mich in diesem Sinne. Bleib so, wie du bist. Vielen Dank.